Mein Studium ist wahrscheinlich gefährlicher als das Durchschnittsstudium. Wenn jetzt Luft an die Spritze kommt, kann es gut sein, dass es hier so luftdicht lange gibt. Die größte Gefahr ist, dass du eine Kälteverbrennung hast. Man ist nie 100% sicher, dass es funktioniert. Ich bin Benno, ich studiere Chemie und in meinem Laborpraktikum muss ich einen völlig unbekannten neuen chemischen Stoff herstellen. Vakuumfett, Kaliumpermanganat. Das war konzentrierte Schwefelsäure, die ich da auf die Hand bekommen habe und einfach schnell abgewischt habe. Und wo die anderen Löcher herkommen, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mal so. Mein Studium ist wahrscheinlich gefährlicher als das Durchschnittsstudium. Wir haben Sicherheitsmaßnahmen, wir kriegen Sicherheitsanweisungen, wir haben immer Ersthelfer vor Ort. Man muss jetzt nicht Tag für Tag um seine Gesundheit fürchten, aber ab und zu passiert einfach was. Hi! Das Ziel des Synthi-Praktikums ist es eben, diese Präparate herzustellen, die die Doktoranden eben brauchen, um ihre Arbeit zu schreiben und an ihren Sachen zu forschen. Dementsprechend ist das was relativ Besonderes, dass wir tatsächlich an einer richtigen wissenschaftlichen Arbeit da mit teilnehmen. Was ich mache, ist aus 4,4-Dimethyl, 2,2-Bipyridin mache ich 4,4-Bromobutyl, 2,2-Bipyridin. Man ist nie 100% sicher, dass es funktioniert. Dadurch, dass das Synthesen sind, die teilweise noch nie gemacht wurden. Sechs Versuche, was zwar ziemlich viel ist, aber wir müssen ja nebenbei auch noch unsere Vorlesungen machen, auch noch in die anderen Praktika gehen und da summiert sich schon was zusammen. Das Attestat für meinen Versuch, also quasi eine mündliche Prüfung. Ich muss quasi zeigen, dass ich in der Lage bin, diesen Versuch selbstständig durchzuführen und ich muss zeigen, dass ich die Gefahren innerhalb dieses Versuchs verstanden habe. Okay, schauen wir nach. Klopf, klopf. Dürfte ich mein Attestat schon machen? Okay. Du kannst ja schon mal anfangen und erklären, was wir in der ersten Reaktion machen. Es ist offiziell eine mündliche Prüfung, also was wir da sagen, geht eins zu eins eben in unsere Note irgendwie ein. Aber es ist eben nicht, wie man es aus der Schule kennt. Wie stellen wir LDA her? Dann, wie geht's weiter? Welches Atom hat TRF als Heteroatom? Ich brauche Hilfe, sorry. Ich rede eben mit meinem Assistenten. Der hat auch Verständnis dafür, dass man Sachen nicht weiß. Was wären denn so die Gefahren, die du auf jeden Fall beachten solltest? Ich würde es trotzdem mal mit sehr großer Vorsicht handhaben. Okay, also Handschuhe. Genau, also es ist ein Feststoff, du solltest trotzdem das nicht irgendwie auf die Haut bekommen. Für mich stand immer fest, ich will irgendwas Naturwissenschaftliches machen und habe eben Chemie genommen, in der Hoffnung, dass es spannender wird als eben das Chemie, was man aus der Schule kennt, was ja dann doch streckenweise sehr langweilig ist, sehr theoretisch ist und wurde definitiv nicht enttäuscht vom Studium. Seiten ungefähr. Quantenmechanik beschreibt im Prinzip, wie Atome und Moleküle auf quasi auf so der kleinsten Ebene eben agieren, also wie Elektronen konfiguriert sind, damit eben Reaktionen stattfinden. Also es ist quasi so die ganz, ganz kleine Perspektive von der Chemie. Es gibt diese zwei, drei Vorlesungen, die einen wirklich umhauen, wo man wirklich vor der Klausur zwei Wochen pauken muss, damit man überhaupt versteht, um was es geht. Man muss sich darauf einlassen. Also ich glaube, die meisten Leute, die jetzt aufgehört haben, Chemie zu studieren, die haben einfach gemerkt, hey, ich habe weniger Semesterferien als andere Studiengänge. Ich habe meine ECTS, muss ich mir viel schwieriger verdienen, weil ich viel mehr länger an der Uni bin. Also ich bin ganz oft ganztags in der Uni. Aber wenn man sagt, hey, wenn es mir Spaß macht, dann mache ich es doch gerne. Alles klar. Danke. Viel Spaß. Danke, danke. Also anspruchsvoll. Nee, es ist bei sowas natürlich halt ein bisschen schwierig, weil ich meine, ich habe mir das jetzt einmal im Internet durchgelesen oder halt im Internet durchgelesen und er forscht ja daran. Also er hat diese Reaktion natürlich halt auswendig im Kopf und kennt da die ganze Tücken. Und dann fühlt man sich natürlich immer so ein bisschen dumm, wenn man dann mitredet. Das Attestat war schon gut, also er konnte alle Gefahren nennen. Bei der Reaktionsgleichung haben wir ein bisschen rätseln müssen, aber das hat er dann am Ende auch gut hinbekommen. Alles in allem hat es ihm jetzt zum Glück gereicht. Wer von euch hat schon mal eine Schlenkleine verwendet? Warum verwenden wir das Teil? Luftausschluss, also. Und Feuchtigkeitsausschluss. Genau. Es ist relativ besonders, weil ich eben sagen kann, ich kann eine Reaktion machen und da ist gar kein Wasser und vor allem auch gar keine Luft dran. Das heißt, wir können Versuche damit relativ einfach machen, die vor 50, 60, eher 100 Jahren absolut undenkbar gewesen wären, weil diese Technologie eben noch nicht gab.
Ich muss mit Butyllithium arbeiten. Da darf einfach keine Luft dran kommen, weil sobald Luft dran kommt, geht das Zeug in Flammen auf. Hier haben wir jetzt flüssigen Stickstoff drin. Welche Gefahren bringt der Stickstoff mit? Physikal. Ja. Die größte Gefahr ist, dass du einfach Kälteverbrennung hast. Ich würde mit dem Versuch gerne anfangen wollen jetzt. Chemikalien dazu. Was brauchst du alles? Ein sehr naher Verband vor dem Stoff ist relativ krass krebserregend. Deswegen geht man bei dem Stoff auch davon aus. Deswegen trage ich ausnahmsweise auch mal Handschuhe. 1,50 Gramm ist quasi in der Vorschrift. Man sagt, 1% Abweichung ist okay. Wenn ich einen Fehler bei einem der Substanzen mache, dann wird der schlimmstenfalls, wenn ich keine Zeit mehr habe, den nochmal zu machen, mit 0 bewertet. Wir werden bewertet auf Sicherheit, wie eben das Antistat lief, wie viel Ausbeute wir haben für den Versuch und die Reinheit von dem Stoff wird natürlich bewertet. Man muss schon einen Knacks in der Birne haben. Also so ist es nicht. Es ist ein Studium, was nicht, man geht aus der Uni und man ist fertig, sondern dann geht es meistens erst richtig los. Also es gibt teilweise Tage, da komme ich um 6 Uhr nach Hause und muss bis 10 Uhr noch Papiere schreiben und dann muss ich schon ins Bett, weil ich um 9 Uhr wieder in Uni sein muss. Und das geht dann teilweise 3 Wochen am Stück lang. Also das ist schon anstrengend. Wenn die Luft an die Spritze kommt, kann es gut sein, dass es hier so eine Flamme, eine Stichflamme gibt. Ich habe mehrere Freunde, die sich im Praktikum verletzt haben. Eine davon musste ins Krankenhaus über 2 Nächte. Heute war zum Beispiel wieder die Feuerwehr im Keller, weil irgendwo eine Chemikalie ausgelaufen ist. Kriegt man meistens nicht mal mehr mit, weil es dann doch irgendwo relativ routiniert abläuft, solche Einsätze. Das Kritische ist quasi das Überführen der Spritze. Das habe ich jetzt überstanden. Genau, jetzt machst du einfach mal so ein bisschen oben hin, dass du mal siehst, ob drüben überhaupt was ankommt. Okay. Und jetzt siehst du gleich, dass es hier schwarz wird. Oh ja. Ja, ja. Und das Schwarze ist jetzt eben die deprotonierte Piperin-Spezies. Ja. Immer wenn man quasi sieht, live an der Reaktion, da passiert was, da fahre ich voll drauf ab. Also Farbumschläge, wenn es anfängt, kalt oder warm zu werden, wenn es raucht oder sowas, das ist super. Das sind immer die Highlights. Das musst du dann über Nacht rühren, ne? Lässt es auf Raumtemperatur aufwärmen und dann lässt es über Nacht rühren. Bisschen Mut zur Lücke und hoffen, dass das richtig mit reinkommt. Wenn ich die Klausur jetzt nicht bestehe, dann muss ich sie nächstes Jahr schreiben. Und nächstes Jahr hatte ich eigentlich vor, schon einen Bachelor zu haben um die Zeit. Ja, anspruchsvoll, aber machbar. Also es war jetzt nicht so gemein gestellt, die Klausur, wie jetzt viele befürchtet hatten. Ich gehe stark davon aus, dass ich das jetzt bestanden haben sollte. Und im Idealfall auch mit einer einigermaßen guten Note. Meine Reaktion ist jetzt quasi über Nacht gerührt. Im Idealfall sollte das grün bis gelblich sein. Also wir sehen, es ist noch rötlich. Es ist jetzt eigentlich nicht das, was ich mir gewünscht hätte von der Farbe her. Aber auch jetzt noch nicht, wo ich sage, okay, das Experiment ist jetzt gescheitert. Ich habe natürlich auch noch kein Wasser zugegeben. Es kann aber auch einfach gut sein, dass da so einfach noch unreagiertes Zeug drin ist. Ich möchte mein Handy. Wenn da steht, dass es soll blassgelblich sein und dann ist es dunkelrot, dann ist natürlich immer so der Moment, okay, irgendwas stimmt da nicht. Oft sind das so Kleinigkeiten, dass eben einfach was ganz Intensives, aber in ganz wenig Spuren da drin ist, dass ich überlagert und dass man dann rausfiltert oder was auch immer. Oft funktionieren Sachen einfach manchmal anders, als in der Literatur beschrieben werden. Ich glaube, Philipp, eine Frage. Ja. Wenn man da jemanden hat, der sich eben damit auskennt, den man fragen darf, das ist für uns ja die wahnsinnig große Hilfe, die wir hier eben haben. Ja, ich würde mal sagen, dass die Reaktion schon gut aussieht. Wenn deine ganze Base verbraucht ist und du hast das Dipropan schon drinnen, ja.
dann ist alles abreagiert und dann kannst du einfach bei der Reaktion nichts mehr machen. Also okay, aber du sagst, prinzipiell passt das. Im Prinzip passt schon. Okay. Ja. Genau. Okay. Alles klar. Dann bis Montag. Das Studium, finde ich, zeichnet sich nicht durch seine Schwere aus, sondern vor allem durch den Zeitaufwand, dass man sagen muss, hey, selbst in den Ferien müsst ihr was machen. Aber mir am meisten Spaß macht natürlich die praktische Arbeit im Labor. Das haben nicht viele Studiengänge, dass sie ihr Wissen komplett praktisch anwenden können. Und ich finde das sehr, sehr schön. Jetzt habe ich eben das Linearspektrum von meinem Produkt ausgewertet. Wir haben das rausbekommen, was wir wollen, wenn man es mit der Literatur vergleicht. Also es müsste mindestens 98% rein sein, was sehr gut ist. Ich finde das eine sehr gute Nachricht. Und das heißt, der Versuch ist schon mal nicht schlecht gelungen, weil die Ausbeute war auch nicht schlecht. Lief auf jeden Fall relativ gut. Genau. Was man mit dem Chemiestudium beruflich machen kann, seht ihr hier in der ARD-Mediathek. Und wenn ihr noch Lust auf ein weiteres Video habt, dann ist das hier.